Köln bei Nacht an den Ringen, die Partymeile der Stadt. Junge Männer zeigen hier, wie stark sie und ihre Autos sind. Doch die PS-Protzerei führt immer häufiger zu schweren Unfällen. Trauriger Höhepunkt: 2015 sterben innerhalb weniger Monate 3 Menschen durch Raser. Die Polizei vermutet illegale Autorennen als Unfallursachen und reagiert. Als erste Stadt in Deutschland hat Köln eine Sondereinheit der Polizei, um Innenstadtraser zu stoppen. Ihre Taktik? Null Toleranz. Ihre Aufgabe? Menschenleben retten. Polizeipräsidium Köln, 18 Uhr. Dienstbeginn für André Lumer und Markus Mertens von der Einsatzgruppe Rennen. Die Kommissare kämpfen gegen eine Autoraser-Szene, die außer Kontrolle scheint. Die Beamten sind in Zivil unterwegs. Ihr VW Passat ist unauffällig, hat aber 150 PS unter der Haube. Wir suchen erstmal unsere Pappenheimer. Das heißt, die meinen, sie könnten hier mit 150 Sachen durch die Stadt fahren. Die versuchen wir aufzunehmen, das auch zu beobachten, beweissicher, und letztlich dazu dann eine Anzeige zu schreiben. Wir versuchen, Fahrzeuge zu finden, die zur Rennszene gehören und verkehrsunsicher sind. Und die wollen wir dann sicherstellen. Ja, und wenn wir ein Rennen feststellen sollten, versuchen wir dran zu bleiben, ne? Ihr Einsatzgebiet ist heute wieder im Stadtzentrum auf den Kölner Ringen. Hier herrscht an den Wochenenden Hochbetrieb. Meist junge Fahrer kommen gerne her, um ihre Autos zu zeigen. Dicke Hose machen nennen das die Kommissare. Ja, wenn Sie sich mal umschauen hier, überall Straßencafés, Restaurants, stark besucht, stark frequentiert durch junge Leute, junge Frauen. Und man versucht natürlich hier, so denke ich mal, sich zu produzieren, sich zu zeigen, zu präsentieren und sein hochwertiges Fahrzeug eben vorzuzeigen, um anzugeben, um Eindruck zu schinden. Genau das passiert, sobald es dunkel wird und sich Partystimmung auf den Ringen ausbreitet. Vor Clubs und Diskotheken ziehen Männer ihre PS-Show ab. Lumer und Mertens beobachten, was sich auf der Straße abspielt, und warten. Ein BMW fährt vorbei. Der Wagen ist laut und scheint auch schneller als mit 50 km/h unterwegs zu sein. Die Beamten wollen sehen, wie die Fahrt weitergeht, und folgen unerkannt. Der war schon ein bisschen laut und zügig. Aber einen konkreten Vorwurf haben wir noch nicht. Eine Tempo-30-Zone. Der Fahrer beansprucht die Straße für sich. Ah, guck mal, hupt schön die Radfahrerin an. Die Radfahrerin. Fußgänger gehen über die Fahrbahn und er gibt noch Gas, oder was? Auch Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen werden ignoriert. Stoppschild, mal gucken, was er macht. Stoppschild missachtet. Jawohl, zieht er durch, genau, erst rein. So. Die Beamten folgen dem Fahrer weiter. Immer wieder lässt er seinen Motor aufröhren. Also der Auspuff hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Der Fahrer stoppt am Hauptbahnhof. Die Kommissare haben genug gesehen und wollen ihn jetzt kontrollieren. Einmal Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Am Steuer ein 23-jähriger Mann. Wir stellen uns mal da vorne hin, ich muss mit Ihnen sprechen. Kommissar Lumer zählt die Probleme auf. Also, wir haben insgesamt irgendwie einige Verstöße gesehen. Das Stoppschild, das Anhupen der Radfahrerin, dann des Weiteren die schnelle Geschwindigkeit auf dem Eigelstein. Ne? Insgesamt ist das ein Bild, was unschön ist und was verkehrsgefährlich ist. Finde ich nicht, und gehupt habe ich nicht extra. Meine Hand ist einfach aus Versehen auf die Hupe gekommen. Ihre Hand ist da plötzlich drauf gekommen. Kommissar Mertens schaut sich den Dreier-BMW bereits genauer an. Die Beamten haben einen Verdacht. Jetzt nächste Frage. Haben Sie am Fahrzeug irgendetwas verändert? Das Auto habe ich so gekauft. Dieser Fahrzeugtyp ist besonders bei jungen Männern beliebt. Ältere Modelle mit viel PS gibt es günstig. Oft werden sie dann umgebaut, so wie hier. Er hat also ein anderes Rad drauf, als mit der Tieferlegung eingetragen ist. Also er hat ein Gewindefahrwerk eingetragen, das war alles ordnungsgemäß. Aber das Rad, was er bei der Eintragung drauf hatte, das stimmt nicht mit dem überein, was jetzt hier drauf ist. Ne? Auch unter der Motorhaube werden die Beamten fündig. Der BMW ist aufgerüstet wie für die Rennstrecke. Das ist nicht verboten, muss aber abgenommen und in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Also ich habe so den Verdacht, dass hier einiges nicht passt an dem Auto, ne?
Das scheint auch für den Auspuff des Wagens zu gelten. Kommissar Luma will die Lautstärke mit Hilfe einer Handy-App prüfen. Ja, kannst loslegen. Die Lautstärke dürfte ca. 70 Dezibel betragen. Zu laut. 111 Dezibel. Ich vermute mal, so wie ich es jetzt gerade, ich konnte nicht genau drunter gucken, ne, weil das Auto ziemlich tief ist, dass ein Schalldämpfer fehlt in der Mitte. Ja, das ist so die häufigste Variante, ne, um einfach ein bisschen mehr Sound zu kriegen, ne, dass man einfach so einen Schalldämpfer entfernt. Ne. Und das wäre nicht gut für Sie, weil dann erlischt die Betriebserlaubnis. Mit der Folge, dass das Auto jetzt sichergestellt wird durch die Polizei und wird morgen zum TÜV gebracht. Das will der Fahrer nicht akzeptieren und protestiert. André Luma wird deshalb jetzt ganz deutlich. Passen Sie auf, wir hatten in Köln dieses Jahr 3 tödliche Unfälle durch Raserei. Sie sind eben durch die Innenstadt geheizt und gerast. Sie haben eine Radfahrerin angehupt, dass sie weg soll. Sie haben das Stoppzeichen missachtet, ja, und waren auf den Ringen auch zu schnell Richtung Ebertplatz. So, und insgesamt ist das ein Verhalten, was wir in Köln hier nicht dulden und was die Polizei konsequent verfolgt. Des Weiteren ist Ihr Fahrzeug offenbar verkehrsunsicher. Und deshalb, um ein technisches Gutachten vom TÜV erstellen lassen zu können, wird das Auto sichergestellt. Gutachten, abschleppen und eine Anzeige. Das wird teuer. Da der Fahrer auch keine Einsicht zeigt, droht ihm noch mehr Ärger. Sein Führerschein ist in Gefahr und wir werden dem Straßenverkehrsamt der Führerscheinstelle auch mitteilen, dass seine Verkehrsgesinnung jetzt nicht die beste ist. Die Kommissare bleiben vor Ort, bis der Abschleppwagen eintrifft. Das Gutachten des TÜV Rheinland wird später bestätigen, dass der BMW durch die Umbauten zum Hobbyrennwagen verkehrsunsicher ist. Sicherstellung und Zwangsbegutachtung sind drastische Maßnahmen der Polizei. Alles andere aber hätte keine Wirkung, sagen die Beamten. Weil mit Argumenten und so weiter ist da eigentlich kein Herankommen möglich, weil der Horizont fehlt, die Argumente zu verstehen. Und mir macht das deshalb Sorge, weil diese Leute eben im Straßenverkehr unterwegs sind und meine Tochter auch. Und ich habe da so die Sorge, dass man sich irgendwann da trifft. Und das Einzige, was man hier machen kann, ist Anzeigen schreiben, damit die Jungs verstehen, dass es so nicht weitergeht. Die Kommissare sind gerade wieder auf den Kölner Ringen unterwegs, als Kollegen sie zur Unterstützung anfordern. Beamte der Soko Rennen, die nicht erkannt werden wollen, haben einen 500er Mercedes gestoppt. Der Wagen ist Kommissar Mertens heute Abend schon aufgefallen. Hallo. Sind der Fahrer? Mertens, Polizei Köln. Das ist schön, dass wir Sie hier treffen. Weil das Kennzeichen konnte ich mir gut merken. Sie sind mich gerade an uns vorbeigefahren, ne? Richtung Autobahn und dann haben sie noch mal schön hinter der Kurve Gas gegeben. So richtig schön laut. Nein. Ja, ich aber. Und das reicht, wenn ich mich daran erinnern kann. Der Fahrer und seine Begleiter im Auto sind den Kommissaren bereits bekannt. Die Beamten zählen sie zur Kölner Raserszene. Auch an diesem Wagen scheint einiges nicht mehr serienmäßig zu sein. Ja. Nochmal. 103, 104 reicht. 104. Viel zu laut, ne? Jo. Der Fahrer des Wagens sieht das ganz anders. Ja klar ist das laut. Das ist wie wenn ein ICE an Ihnen vorbeifährt und Sie liegen direkt neben den Schienen. So laut dürfte der Wagen nur auf einer Rennstrecke sein. Mertens vermutet, dass hier ein Schalldämpfer ausgebaut wurde. Auch Fahrwerk und Räder sind nicht mehr so, wie sie mal für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Fakt ist, aufgrund der Sachen, die ich jetzt schon gesehen habe und der Lautstärke, stellen wir das Auto sicher. Jetzt und hier. Der 21-Jährige wird eine Anzeige bekommen, sein Auto sichergestellt, die Kennzeichen eingezogen. Dass er mit diesem Wagen Ärger bekommt, hätte er wissen können. Zumal habe ich sie doch vor einer Woche noch kontrolliert. Echt? Im Tanzbrunnen, ja klar. Ja klar, sie waren mit in dem Auto. Ja. Und da ging es doch genau auch darum, dass wir das nicht sehen wollen hier. Was haben Sie denn dagegen? Also, Sie wissen doch, worum es geht. Was hier das Problem ist, weiß der junge Mann. Ob es ihn interessiert, ist eine andere Frage. Schnell, breit und laut scheint bei seinem Auto wichtiger als Verkehrssicherheit zu sein. Mit uns will der Fahrer darüber nicht sprechen. Der Abschleppdienst wird den 300 PS Mercedes jetzt zum TÜV bringen. Luma versucht noch einmal, den Fahrer mit einem Gespräch zum Nachdenken zu bringen. Sie haben 5 Punkte schon.
In Flensburg. Meinen Sie nicht, das reicht jetzt langsamer? Seit 3 Jahren hat er den Führerschein. Wie lange noch, scheint fraglich. Vielleicht geht er bald öfter zu Fuß. Tschüss. Vorsicht. Wir fahren schnelle Autos lang. Bis zu 800 Euro Kosten kommen auf den 21-Jährigen zu. Das TÜV-Gutachten wird später belegen, der Mercedes ist durch Umbauten verkehrsunsicher. Kurze Zeit später, die Kommissare sind wieder in der Innenstadt unterwegs und beobachten den Verkehr. Da fällt ihnen ein entgegenkommender Wagen auf. Er ist laut und scheint sehr schnell zu sein. Wir hängen uns gerade hinter einen dran hier, der ist aufgefallen, so matt lackierter, der hat scheinbar gerade auch ein bisschen Stoff gegeben. Wir gucken mal, ne? Kommissar Lumer versucht, dem schnellen Fahrzeug zu folgen. Sieht er uns aber, ne? Ja, der ist hier abgebogen, glaube ich. Hier rein, da rein, ins Hypnos. Die Beamten schalten Blaulicht und Sirene ein. Trotzdem müssen sie vorsichtig fahren und dürfen niemanden gefährden. Tja, fort. So schnell kommt man dann nicht hinterher. Wir sind mit dem Zivilwagen unterwegs. Und manchmal ist die Maus schneller als die Katze. Das ist so im Leben. Aber das lässt der Verkehr nicht zu. Und das war jetzt ein Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit. Und dafür jetzt die Verkehrssicherheit gefährden, das machen wir nicht. Einmal im Jahr absolvieren die Beamten ein Fahrsicherheitstraining. Auch für junge Autofahrer, sagen sie, sollte das Pflicht sein. Erst tief in der Nacht kehren die Kommissare zurück ins Präsidium. Doch statt des Dienstendes beginnt jetzt die Schreibarbeit. Anzeigen müssen präzise formuliert, Beweismittel beigefügt sein. Kommissar Lumer zeigt unserem Reporter die Ergebnisse von gerade mal 4 Monaten Arbeit. Knapp 1200 Anzeigen hat die Einsatzgruppe Rennen erstattet. Die Bilanz? 237 zu erwartende Fahrverbote, davon 23 nach einem illegalen Rennen. 357 szenetypische Fahrzeuge wurden kontrolliert. Über 40 Fahrzeuge wurden sichergestellt. Mit Stand heute sind wir etwa bei 53 Fahrzeugen, die verkehrsuntauglich waren. Also mein Fazit ist, dass es offenbar ganz viele Menschen gibt, die in der Stadt viel zu schnell fahren und dass wir hier auf jeden Fall dranbleiben müssen. Ursachen für die vielen Nachtschichten der Beamten sind eine Reihe schwerer Unfälle. Im März 2015 rast ein 19-Jähriger über eine rote Ampel und rammt ein Taxi. Ein Fahrgast stirbt. Der Verdacht, ein illegales Rennen. Nur Wochen später rasen 2 junge Fahrer am Rheinufer entlang. Eine 19-jährige Radfahrerin stirbt, weil ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Im Juli rasen wieder 2 junge Fahrer durch die Innenstadt. An einer Kreuzung kommt es zu einer Kollision. Auch bei diesem mutmaßlichen Autorennen stirbt ein 26-Jähriger, der mit seinem Fahrrad an der Fußgängerampel wartet. Kommissare Lumer und Mertens sehen einen Grund dafür im Internet. Auf Videoplattformen wie YouTube sind Raser-Videos ein Hit. Gemeinsam schauen wir uns solch einen Clip an. 4 Fahrzeuge liefern sich auf einer Landstraße mit Tempo 150 ein Rennen. Ich bin im Moment sprachlos, muss ich sagen. Wenn man sowas sieht, die sind mit 4 Leuten da unterwegs. Und es fällt mehrfach so der Begriff geil, Alter und alles toll. Ne? Also es ist so erlebnisorientiert, hat man so das Gefühl. Das Video zeigt, auf dieser lebensgefährlichen Fahrt werden keine Regeln beachtet. Auch Fußgänger am Fahrbahnrand sind kein Grund zu bremsen. Auf beiden Spuren überholen sich die Fahrer immer wieder gegenseitig. Das Video wurde gemacht, um sich im Internet zu feiern. Ja, die wollen das Ganze posten, wollen Likes auf Facebook dafür haben, wollen Kommentare sehen auf Facebook wie supergeiler Typ. Coole Fahrt, gut gemacht, kannst ganz toll Auto fahren. De facto muss es immer ganz brenzlig sein, ganz gefährlich sein, dann ist es besonders cool. Am Eingang einer Ortschaft rasen die Wagen in einen Kreisverkehr. Hier gerät ein Auto außer Kontrolle und überschlägt sich. Selbst das findet der Beifahrer. Okay, also. Und dann steht eben dieser Radfahrer da an der Verkehrsinsel und der wird dann da umgefahren und ist tot. Ja. Also das ist eben, sind genau die Jungs, die wir wollen, die wir haben wollen und die wir ja auch schon gekriegt haben. Und da ist der Führerschein weg, da ist die Karre weg und Diese Hobby-Rennfahrer haben nicht nur einen Unfall gebaut. Sie haben auch das Video mit erkennbaren Nummernschildern ins Internet gestellt. So kann Lumer aktiv werden und Anzeige erstatten. In Leverkusen ist der 23-jährige Nico Böhler nur knapp mit dem Leben davon gekommen.
Er zeigt uns Bilder seiner Unfallstelle. Als er bei Grün mit seinem Rad über die Straße geht, rast dieser rote BMW heran. Wenn man sieht, was für eine Wucht dahinter war, was für eine Geschwindigkeit, was für eine Kraft. Und ich stand dazwischen. Sehr viel Glück gehabt. Ein Rettungswagen bringt Nico Böhler sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dass der BMW nur sein Fahrrad gerammt hat, rettet ihm zwar das Leben, doch er ist schwer verletzt, vor allem am linken Bein. Im Krankenhaus haben die festgestellt, dass mehr oder weniger sämtliche Bänder in meinem Knie hin waren. Innenband gerissen, Außenband gerissen, Kreuzband angerissen, einblutigen Knochen, jede Menge Dreck im Knie gehabt. Und halt, ja, ich hatte ein relativ großes Loch im Knie. Im Krankenhaus wird er sofort operiert. Danach Klinikaufenthalt und Bewegungstherapie. 3 Monate arbeitsunfähig. Bis heute ist nicht klar, ob das Knie des Hobbyfußballers wieder voll funktionsfähig wird. Die Ärzte sagen aktuell noch nicht, ob ich irgendwann wieder Fußball spielen kann. Ich hoffe es natürlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit Physiotherapie gemacht, Lymphdrainagen gekriegt und so weiter. Wie es zum Unfall im Leverkusener Süden kam, wollen wir uns vor Ort anschauen. Nico war mit Freunden zum Grillen im nahegelegenen Park verabredet. Ja, der Unfall hat sich direkt hier vorne hinter der Ampel ereignet. Im Feierabendverkehr ist Nico mit einem Freund unterwegs. Er schiebt bei Grün sein Fahrrad über die Straße. Als dann, genau wie jetzt, hier steht gerade der Bus. Ja. In der Spur hier standen 2-3 Pkw. Ja. Und ungefähr an dieser Stelle hier bin ich dann stehen geblieben, weil der Busfahrer gehupt hat. Ja. Weil er dann halt die Rase im Fenster gesehen hatte. Und dann war es aber schon zu spät, weil dann habe ich das Kreischen der Reifen gehört und dann kam der BMW hier außen rum und hat mich ziemlich genau hier erwischt. Das heißt, er kam hier lang dann? Richtig. Im Rückspiegel sieht der Busfahrer 2 Autos im Renntempo näher kommen. Beide Wagen fahren über Rot. Der BMW verfehlt Nico nur um Zentimeter, trifft aber sein Rad. Was ist mit Ihnen dann passiert? Ich bin irgendwo hier vorne gelandet. Verletzt liegt Nico auf dem Asphalt. Der am Unfall beteiligte Audi-Fahrer flüchtet, kann aber später ermittelt werden. Der 20-jährige BMW-Fahrer rast in eine Leitplanke. Die Unfallursache scheint klar. Also, soweit ich das dann nachher auch von den ermittelnden Polizisten gehört habe, haben die sich hier ein illegales Straßenrennen geliefert. Am Helligsten? Ja, ungefähr 17 Uhr nachmittags. Noch heute klafft hier ein Loch in der Leitplanke. Für Nico ist seit dem Unfall vieles nicht mehr wie früher. Was die beiden jungen Autofahrer dazu brachte, hier vermutlich ein Rennen zu fahren, kann er nicht verstehen. Vor Gericht wird er den BMW-Fahrer zum ersten Mal sehen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich ihn vor Gericht sehe, ob da dann die ganze Wut oder was hochkocht. So bin ich natürlich gefrustet und verspüre auch Wut. Nico will mit seinem Anwalt erreichen, dass die Fahrer möglichst hohe Strafen bekommen. Wolfram Jesse geht davon aus, sie sind vorsätzlich gerast. Deshalb fordert er für seinen Mandanten Schmerzensgeld. Dafür gibt es Schmerzensgeldtabellen. Und anhand dieser Schmerzensgeldtabellen werden wir uns dann orientieren. Und ich sagte ja gerade, ungefähr nach jetzigem Stand wird es ein Rahmen von ca. 10.000 Euro sein. Leider ist das deutsche Schmerzensgeldrecht da relativ restriktiv und rudimentär, sodass da möglicherweise nicht so hohe Gelder gezahlt werden wie in anderen Ländern. Circa 10.000 Euro. Für das, was Nico erlitten hat, sehr wenig. Aber er ist froh, überhaupt noch zu leben. Zurück im Polizeipräsidium Köln. Seit Mai 2015 leitet Kommissar Lumer die neu gegründete Einsatzgruppe Rennen. Ihre Aufgabe? Stoppt die Raser. Lumer ist gerade auf dem Weg zu seinem Team. Ja, wir machen jetzt eine Einsatzbesprechung. 2 Dinge liegen mir am Herzen. Zum einen bitte keine Rückschlüsse auf die Truppenstärke hier und zum anderen bitte keine Gesichter von den Beamten zeigen, denn die arbeiten hier in Zivil und verdeckt und das wäre hilfreich, wenn wir die nicht zeigen. Nachdem in nur wenigen Wochen 2 Menschen bei illegalen Rennen starben, musste in Köln etwas passieren. Die Ermittlungsgruppe wurde als unmittelbare Antwort auf die außer Kontrolle geratene Raserszene aufgestellt. Wie viele Beamte dazugehören, wird nicht veröffentlicht. Hier nochmal bitte ein Augenmerk darauf legen, dass wir versuchen, eben die Fahrzeuge auch nochmal aufzunehmen. Geschwindigkeitsverstöße konsequent, gerade in dem Bereich der Innenstadt, Ringe ahnden. Verkehrsunsicherheit prüfen, Fahrzeuge sicherstellen, falls wir da den Verdacht haben der Verkehrsunsicherheit. Die Beamten sind jeden Tag auf der Straße und haben eine klare Dienstanweisung.
Null Toleranz bei Rasern und Verkehrsraudis. Luma und Mertens sind unterwegs, da werden sie zur Unterstützung angefordert. Wir sind jetzt auf der Deutzer Brücke, wir kommen. Wir haben jetzt eine Meldung bekommen von unserem Kratfahrer. Der hat einen S500 AMG aufgenommen, der augenscheinlich zu laut war, gehe ich jetzt mal von aus. Kommissar Mertens gilt als Technikexperte. Er kennt die Tricks, mit denen solche Autos schneller, breiter und lauter gemacht werden. Die legalen, aber auch die verbotenen. Haben Sie den so gekauft? So gekauft, vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten, okay. Der Fahrer sagt, mit seinem Auto sei alles in Ordnung. Kommissar Mertens glaubt das nicht. Um seinen Verdacht zu bestätigen, kontrolliert er die Lautstärke. 117 ist die Spitzenbelastung. Da müssten Sie normalerweise schon, wenn wir hier stehen und das Auto fährt, Gehörschutz tragen. Ne? Der ist zu laut. 85, glaube ich, haben Sie eingetragen. 80 Dezibel haben Sie eingetragen, 117 haben Sie. Ja, und was macht man dagegen? Was wir dagegen machen, kann ich Ihnen sagen. Wir nehmen das Auto jetzt gleich mit und dann wird er dem TÜV vorgeführt. Die Kennzeichen muss der Fahrer den Beamten geben. Sein Auto ist sichergestellt. Jetzt gibt der 32-jährige Kölner doch zu, den Auspuff verändert zu haben. Auto und Sound passten irgendwie nicht zueinander, sagt er. Dass sein Motor knapp 500 PS hat, soll man auch hören. Also wenn man schon einen V8 fährt, der war so leise, als ob ich einen ganz normalen Vierzylinder gefahren wäre. Durch den Umbau ist aber die Betriebserlaubnis erloschen. Anzeige, Abschlepper, Gutachten und Rückbau, das wird teuer. Also dass ich jetzt wegen dem Sound eins auf den Deckel kriege, finde ich nicht so schön. Sind Sie dann auch Raser? Nee, ich war früher ein Raser. Ich bin ehrlich, ich habe auch einmal mit 27 Punkten meinen Führerschein abgegeben. Was macht denn der Reiz des Rasens aus? Das sind halt die PS. Das ist Adrenalin. Wenn Sie einen Motorradfahrer fragen, hör mal, warum fährst du denn Motorrad? Der würde Ihnen auch sagen, das ist geiler als Sex. Das ist so. Dass die Kölner Polizei dafür kein Verständnis mehr zeigt, hat Gründe. Wenn sich die Fahrer teurer Fahrzeuge nicht mehr an Regeln halten, warum sollten es dann andere tun? Die Beamten sagen, wer hier vorschriftsmäßig fährt, wird oft wie ein Verkehrshindernis behandelt. Und wer ständig rechts und links überholt wird, gibt irgendwann auch selber Gas. So wie dieser Transporter, der die Beamten deutlich zu schnell überholt. So, wir haben jetzt schon 70 km/h drauf, mit steigender Tendenz. 80. Jetzt kommt die S-Kurve hier, nimmt beide Fahrstreifen, geht wieder auf den linken Fahrstreifen, beschleunigt weiter. Wir sind jetzt bei 80 laut Tacho. Also er ist ja wild am Überholen. Gerät fast schon in den Gegenverkehr. Wenn hier ein Kratfahrer kommt, dann gibt es Probleme. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen überholen hier. Da kommt ein Radfahrer. Okay, Blaulicht an mal. Mit Blaulicht und Martinshorn stoppen die Beamten den Fahrer. Mit diesem Fahrzeug so schnell in der Innenstadt zu fahren, macht Markus Mertens deutlich sauer. So, hallo. Mertens, Polizei Köln. Motor mal ausmachen, bitte. So, Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gern. Führerschein habe ich keinen dabei. Keinen dabei. Scheinbar haben sie auch keinen, so wie sie fahren. Ne? Doch, ich habe einen. Ja. Dass er andere gefährdet hat, ist dem Mann am Steuer überhaupt nicht klar. Haben Sie den Radfahrer gerade gesehen da vorne? Ja, habe ich gesehen. Der ist aber über Rot gefahren. Ja, und? Berechtigt das denn trotzdem mit so einer Geschwindigkeit über die Ampel zu fahren? Ich glaube nicht. Und so stark zu beschleunigen, sind wir mit 80 durch die Innenstadt gefahren, an den Kölner Ringen. 80 haben wir abgelesen. Ich bin höchstens 70 gefahren. Ja, auch das. Für die Örtlichkeit, für das, was da los ist an den Ringen, irre. Die müssen wir einen Führerschein nehmen und zerknicken, echt. Sie wissen, was im Köln im Moment los ist, ne? Illegale Rennen, Schnellfahren, Unfälle. Ja, und da fallen Sie jetzt mit Ihrem Verhalten voll rein. Der Vorwurf? Unangepasste Geschwindigkeit. 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg kostet das den 23-Jährigen. Mertens will aber sicher gehen, dass er das Problem verstanden hat und wird noch einmal deutlich. Fahrstreifenwechsel, Optimallinie fahren, macht man alles nicht in der Innenstadt. Wollen wir nicht, so Leute wie Sie, wollen wir nicht auf den Kölner Ringen haben. Ende aus. Mit dieser Ansage können die beiden ihre Fahrt fortsetzen. Es ist kurz vor Mitternacht. Auch Luma und Mertens müssen weiter. Die Einsatzgruppe Rennen ist wieder mit mehreren Teams in der Stadt. Über Funk bitten Kollegen sie um Unterstützung. Ja, der 69, 82, wir sind auf dem Weg zu euch. Sagt mir nochmal genau, wo ihr steht. Eine Schildtankstelle, die irgendwann auf der rechten Seite kommt.
Vermutlich ein Rennen mit unangepasster Geschwindigkeit, mehrere Fahrzeuge beteiligt, mehrere Personen in dem Fahrzeug und erstmal eine unklare Lage. Und damit die Kollegen da auch nicht so lange alleine stehen, möchten wir da jetzt etwas zügiger hin. Da stehen sie. An einer Tankstelle haben Beamte zwei Fahrzeuge gestoppt, die durch ihre Fahrweise aufgefallen sind. Mit einem Audi und einem Ford sind vier junge Männer zwischen 18 und 23 Jahren unterwegs. Ein Beamter, der nicht erkannt werden soll, erklärt Loomer und Mertens, was er hier beobachtet hat. Haben dann im Verlauf der Dürner Straße dann auch Autos überholt. Mhm. War zwar dann teilweise auch zweispurig, aber dann auch schon eng und ziemlich rasant, ne? Und auch knapp teilweise. Die sind beide sehr einsichtig, wollen sich jetzt aber das Band auch noch mal gerne ansehen. Die Fahrt wurde von einem Polizeiwagen mit Videokamera gefilmt. Auch die Kommissare wollen sich das Band anschauen. Da erkennt Mertens einen der jungen Männer. Sie sind mir schon mal aufgefallen, mir persönlich, mit dem Kennzeichen, mehrfach, an den Kölner Ringen. Kölner Ringe? Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Sind Sie sicher? Ja, 100%. Ja, setz dich mal rein, kann ich Ihnen gerne gleich erklären. Der Zivilwagen der Polizei hat ein Kamerasystem, das auch die gefahrene Geschwindigkeit aufzeichnet. Auf dem Video sind die beiden Fahrzeuge gut zu erkennen. Die Fahrer beschleunigen und beginnen alle anderen im Slalom zu überholen. Sie geben Gas, bremsen, wechseln teilweise über drei Fahrspuren und das Ganze bei ca. Tempo 80. Erlaubt sind hier wie überall in der Stadt 50 km/h. Ein szenetypisches Verhalten, sagt Kommissar Loomer. Um ein illegales Rennen nachzuweisen, brauchen die Beamten aber eindeutigere Beweise. Beide Fahrzeuge waren zu schnell. Von dem Vorwurf eines illegalen Rennens haben wir jetzt Abstand genommen, weil wir dafür im Moment keinen Videobeweis auch haben und die Anhaltspunkte sind dafür zu gering, aber unangepasste Geschwindigkeit lag vor. Jeder Fahrer wird deshalb eine Anzeige erhalten. Technikprofi Mertens interessiert sich für den Auspuff des Ford. Der Auspuff ist selbst gebaut. Das sehen wir hier, da. Das ist selbst gebrutzelt. Das würde ein Hersteller nie freigeben. Niemals im Leben. Selbst gebaut? Vielleicht. Mit Sicherheit aber viel lauter als erlaubt. Loomer macht den Dezibel-Test. Ergebnis? 110 Dezibel. Und das bringt die Null-Toleranz-Strategie hier sofort wieder zur Anwendung. Das Fahrzeug wird stillgelegt hier vor Ort erstmal. Am zweiten Fahrzeug wurden keine illegalen Veränderungen vorgenommen. Sollte der Fahrer darüber nachgedacht haben, weiß er jetzt, welche Folgen das in Köln haben kann. Und genau das will die Polizei erreichen. Abschreckung und wenn möglich auch Einsicht. Das Gutachten des TÜV wird später ergeben, dass auch in diesem Fall die Stilllegung berechtigt war. Loomer und Mertens machen sich wieder auf den Weg. Solche Fälle erleben sie, seit es die Einsatzgruppe gibt, fast täglich. Auch hier wieder junge Fahrer auf Erlebnistour offenbar. Das Kennzeichen war dem Kollegen ja bekannt, auch das Fahrzeug. Entsprechend auf den Ringen schon aufgefallen als Raserfahrzeug. Und wie das eben so ist im Leben, man sieht sich immer zweimal. Und in diesem Fall hat es dann auch wieder gepasst. Um 1 Uhr nachts ist der Einsatz auf der Straße beendet, der Dienst aber noch lange nicht. Im Präsidium geht es weiter, Schreibarbeit. In gerade mal 4 Monaten hat die Einsatzgruppe Rennen eine Menge erreicht. Mehr als 400 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 50 Autos wurden sichergestellt. Bei 49 lautete das Ergebnis verkehrsunsicher. Mertens hat gerade wieder einen ganzen Stapel TÜV-Gutachten auf den Schreibtisch bekommen. Erhebliche Mängel, verkehrsunsicher, 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 der auch verkehrsunsicher, wieder einer. Und verkehrsunsicher ist eigentlich das Prädikat vom TÜV, dass die Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr bewegt werden dürfen. Um ein Auto sicherstellen zu dürfen, müssen ernste Gründe vorliegen. Die Trefferquote von 98% ist für die Beamten wichtig. Und das ist ein ganz wichtiges Feedback für uns, für unsere Arbeit, dass der TÜV auch uns bestätigt, unabhängig von unseren Feststellungen auch sagt, ja, ihr habt recht gehabt, das Fahrzeug war verkehrsunsicher. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass wir das Auto schon mal zumindest für die nächsten Wochen aus dem Verkehr gezogen haben. Manche Gutachten listen auf 2 Seiten gravierende technische Probleme auf. Sicherheit interessiert in der Raser-Szene wenig. Welche Folgen das haben kann, zeigen die Kommissare am nächsten Tag. Wir fahren jetzt hier in Deutz zum Auenweg, zur Unfallstelle, wo es
zu einem tödlichen Verkehrsunfall nach einem illegalen Rennen kam. Auf der rechten Rheinseite Kölns in der Nähe der Messe liegt der Auenweg. Am Unfallort steht ein weißes Fahrrad zur Mahnung und Erinnerung. Am 14. April 2015 war die 19-jährige Studentin Miriam hier auf dem Weg nach Hause, als sie zum Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls wurde. Die Beamten haben Bilder vom Unfalltag dabei. Dieser BMW überfuhr die junge Frau auf dem Radweg. Miriam hatte keine Chance auszuweichen, als der Wagen ihr entgegenschleuderte. Eine 130 Meter lange Unfallspur deutet auf ein Rennen zwischen dem BMW und diesem schwarzen Mercedes hin. Davon ist auszugehen, dass sie sich ein Rennen geliefert haben. Fakt ist, der Fahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Die ganzen Abläufe, die vorher passiert sind, ist natürlich mutmaßlich, wie schnell war man in der Kurve, wie ist man gefahren. Das Endergebnis sehen wir halt hier. Augenzeugen bestätigen später, ein Rennen zwischen Mercedes und BMW gesehen zu haben. Die Fahrer wollten vermutlich zeigen, wer mehr drauf hat. Sie sind 21 und 22 Jahre alt. Mich macht sowas absolut fassungslos und traurig. Und ich kann nur hoffen, dass solche Unfälle eben dann dazu beitragen, letztlich, dass ein Umdenken in Verbindung mit unseren Maßnahmen stattfindet. Und das ist meine große Hoffnung. Seit dem tödlichen Raserunfall gilt hier im Kölner Auenweg Tempo 30. Dazu sollen Bodenschwellen den Straßenverkehr bremsen. Nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle, an der die 19-jährige Miriam überfahren wurde, ist ihr Treffpunkt, das Kennedy-Ufer auf der rechten Rheinseite. Auf den umliegenden Straßen finden immer wieder spontane Rennen statt, wissen die Beamten. Mehrere Wochen haben sie verdeckt ermittelt. Dann kamen 60 von ihnen in Uniform und kontrollierten. Kommissar Lumer zeigt Aufnahmen ihres Einsatzes. Wir haben das ganze Kennedy-Ufer vorne und hinten dicht gemacht. Wir haben alle Fahrzeuge ad hoc, ähnlich einer Razzia, kontrolliert. An diesem Juniabend herrscht hier Hochbetrieb. Jede Menge junger Männer mit ihren Potenzsymbolen auf Rädern. Der Polizeieinsatz kommt für die Szene völlig unerwartet. Zum ersten Mal werden mit der Null-Toleranz-Politik alle Fahrzeuge auf technische Veränderungen überprüft. Nachher waren es über 60 Szenefahrzeuge, die an dem Abend in die Kontrolle gekommen sind. Wir haben insgesamt über 7 Fahrzeuge sichergestellt, deren Betriebserlaubnis erloschen ist. Wir haben 7 Fahrverbote ausgesprochen und wir haben über 90 Personen an dem Abend kontrolliert. Die sichergestellten Autos werden vor den Augen der Szene sofort abgeschleppt. Auch Markus Mertens ist im Einsatz. In einem Wagen findet er 2 Gaspistolen. Der Besitz ist legal, aber nur mit einem sogenannten kleinen Waffenschein dürfen sie auch mitgeführt werden. Die eine lag im Handschuhfach, geladen, und die andere in der Reserveradmulde im Kofferraum. Baugleiche Waffen, die eine silber, die eine schwarz. Um die 20, die Jungs in dem Auto, das war ein hochpreisiges Auto, ein Audi A5, neu, frisch zugelassen und die Waffen drin. Der Waffenfund bestätigt den Beamten, Mitglieder der Raser-Szene haben auch Berührung mit dem kriminellen Milieu der Stadt. Deshalb ermitteln die Beamten seit der Razzia hier weiter. Sie wollen wissen, wie die Szene sich entwickelt, welche Autos und welche Fahrer dazugehören. Auch heute sind sie wieder in Zivil hier und wollen unerkannt bleiben. Ja, für mich ist ganz wichtig, dass wir verdeckt vorgehen und dass man keine Kamera sieht und kein Licht sieht. Nur mit versteckten Kameras können wir die Kommissare begleiten. Es ist noch früh am Abend. Seit der Razzia der Ermittlungsgruppe Rennen meiden manche Fahrer getunter Wagen diesen Treffpunkt. Einzelne Fahrzeuge sind auf der Straße unterwegs, scheinen auf Gleichgesinnte zu warten. Am Rheinufer sehen die Beamten dann die ersten bekannten Gesichter. Ja, da sitzen ja schon die ersten, rauchen ihre Shisha. Weitere Fahrzeuge treffen ein. Luma weiß, warum sie herkommen. Schauen Sie sich erstmal die Kulisse an, die ist natürlich schick. Und auch wieder der Aspekt, das andere Geschlecht, ja, Testosteron gesteuert, sich präsentieren, zeigen, bisschen angeben, mal mit dem Gas spielen, den Auspuff röhren lassen und dann eben auch teilweise mit 100 Sachen mal übers Kennedy-Ufer heizen.
Und das ist natürlich dann wieder äußerst gefährlich und dann schreiten wir auch ein. Doch im Moment geht es ruhig zu. Manche Wagen kommen immer wieder vorbei. Die Fahrer, die wir hier heute Abend sehen, ähneln sich. Jung, Migrationshintergrund, Oberkörpertraining. Ich habe jetzt so ein, zwei, drei Szenefahrzeuge erkannt. Einige sind auch schon vorbeigefahren, haben möglicherweise gesehen, okay, im Moment ist nicht viel los und haben sich wahrscheinlich entschieden, okay, wir fahren erstmal weiter und man trifft sich später. Auch Luma und Mertens machen sich auf den Weg in die Stadt. Kurze Zeit später treffen sie Kollegen, die mit einem zivilen Videofahrzeug im Einsatz sind. Nicht weit von hier haben sie gerade einen Raser erwischt. Ja, wir hatten hier gerade auf dem Auenweg eine Geschwindigkeitsmessung, eine Provida-Messung im 30er-Bereich mit 75. Die Beamten haben die Fahrt gefilmt. 45 km/h zu schnell in der Stadt. Ausgerechnet im Auenweg, die Straße, in der Miriam durch einen Raser ums Leben kam. André Lumer zeigt uns das Video. Also man sieht schon hier rechtzeitig auch das Schild 30 km/h. Man sieht rechts unten die Geschwindigkeit. 53, 54, der Wagen beschleunigt stark, auch schon im Baustellenbereich. Und jetzt kommt die erste Bodenschwelle zur Verkehrsberuhigung aufgrund der getöteten Radfahrerin. Und jetzt geht's deutlich schneller weiter. Die Bodenwellen interessieren ihn offenbar nicht mehr. Und er gibt Gas. Hier rechts sieht man 75 km/h, 80. 88, er bremst. Diesen Fahrer interessieren Tempolimits offenbar überhaupt nicht. Das sind natürlich jetzt Verkehrsverstöße, die wir rigoros ahnden. Und da müssen wir also konsequent einschreiten. So wie in diesem Fall. Mit 200 € Bußgeld, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Um Mitternacht sind Luma und Mertens wieder auf den Kölner Ringen. Damit ihre Arbeit Erfolg hat, müsste die Polizei hier noch häufiger sein, sagen sie. Ja, wir als Polizei müssen natürlich das Gefühl erwecken, dass eben auch die Polizei da ist, diese Verstöße konsequent verfolgt und dass es hier um Tote geht und Schwerverletzte, und die wir haben, die wir zu verzeichnen haben. Das versuchen wir in die Köpfe zu kriegen und wir haben die Hoffnung, dass wir das eben langfristig auch schaffen. Ein Mercedes-Fahrer vor Ihnen hat es plötzlich sehr eilig. Die Kommissare folgen. Ja, yeah, der Benz. Ja, Kuppi fährt hier voll über den Bordstein, ey. Hast du gesehen? Mhm. Fährt auch mit. Ja, ja, schön. Und nochmal raus beschleunigen. Zeig mal hier, was los ist. Also das war ja schon mal flott. Gelblicht gilt nicht für den. Er zieht gerade durch. Ja. Komplett durch, obwohl er hätte anhalten können. So, jetzt hat er auch die Möglichkeit anzuhalten und fährt schön über Rot. Jawohl. Ja, alles klar, jetzt hält er an. Schöne Rotlichtfahrt, alles klar. Über eine Sekunde. In einer Hand die Taschenlampe, die andere an der Waffe, nähern sich die Beamten dem Wagen und stellen den Fahrer zur Rede. Hallo, die Polizei Köln. Steigen Sie mal bitte aus. Wir sind von der Ermittlungsgruppe Rennen und verfolgen insbesondere hier in der Innenstadt hohe Geschwindigkeiten. Denn wir haben in den letzten Monaten 3 tödliche Verkehrsunfälle gehabt. Und wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, die Geschwindigkeit gerade auf den Ringen und im Innenstadtbereich zu reduzieren und entsprechende Verstöße auch zu ahnden. Und Sie haben eben ein Verhalten gezeigt im Straßenverkehr, was eben dieser Zielgruppe entspricht. Diese Ansprache hat Luma schon oft gehalten. Auch die Antworten klingen irgendwie immer ähnlich. Ich fahre eigentlich nicht zu schnell. Das ist nicht mein Ding. Ich bin eher der Ruhige. Aber meine Frau hat mich gerade eben angerufen. Meine Tochter ist krank. Darum wollte ich mich beeilen. Mertens notiert die Personalien. Der Mann wird Post von der Bußgeldstelle kriegen. Dass Raser in Köln ein Problem sind, weiß er, auch wenn er sich nicht dazu zählt. Ja klar, vor allem da, wo ich früher gewohnt habe, da war es wirklich ganz schlimm. Was haben die denn da gemacht? Die waren alle am Rasen, am Streiten, da gab es einfach alles. Bußgeld, Punkte, Fahrverbot kommen jetzt auf ihn zu. Luma will aber mehr als Strafen, er fordert Einsicht. Ich will nur, dass sie die Gefahr, dass sie die erkennen, dass sie die selbst erkennen und dass sie hier aus der Verkehrskontrolle rausgehen, nicht nur
mit dem Eindruck, die Polizei bestraft mich, sondern auch mit der Erkenntnis, dass das falsch war. Das ist mein Ziel. Ne? Okay, schönen Abend noch. Jetzt langsam. Ne? Ciao.